Da kommt was Gutes. Er hebt sich. Komm, nimm ihn doch. Jawohl. Jawohl. Yes. Dran bleiben. Wenn Thomas einen Waller fängt, dann muss er hier das Vorfahrrad blicken. Jawohl. Guck mal. Alter. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir gehen auf Walle. Der Thomas freut sich schon. Morgen früh. Die in meinen Augen einfachste Methode, um schnell einen Wels zu fangen, die zeige ich euch dann morgen. Und zuerst machen wir jetzt aber ganz schnell die Golden Ticket Vergabe der Raubfisch Adventskalender. 10 Golden Tickets, Gesamtwert von einem Gutschein je 500 Euro. Dafür schnappe ich mir hier den Martin, unser Lagerleiter. Ja? Und noch einen Ahnungslosen, das ist ganz wichtig, ja? Weil wir brauchen ja eine faire Verteilung. Komm mal, suchen wir uns mal einen. Ja. Stefan, wenn ich Schrift mache, komm, du suchst jetzt die Golden Tickets aus. Okay. Okay. 4 Palette, 2, 3, 5. Die erste Golden Ticket geht nach, das kann man schon sagen, oder? Der Ort? Der Ort kann man sagen. Noch Rinno. Ja, wo ist denn Rinno? 4, 3, eine dritte von links. Geht nach Leuna, Kötzschau. was für Orte. Ja, ja. Also, 500 Euro Golden Ticket. Gensandorf. Ja? Lauter Metropolen hier. Ja. Nächste Golden Ticket geht nach Ketzin, Havel. Der dritte von rechts. Ganz ohne, Martin, ganz ohne. Der nächste geht nach Wiesen, Ettersdorf. Klar. Dorsten, Herwest. Dorsten, das ist doch NRW, ne? Ich das ist doch alles eine kleine Regel. Sag hier einfach was. Also, ich hoffe, es ist es wahr. Der geht nach Appenweier, Urlaufen. Alter. Was sind das? Bitte? Liebe Grüße nach Appenweier Urlocken. Wenn ich mal bei euch bin, trink mal ein. Biebesheim am Rhein. Ah! Mal was, wo man kennt. So, der nächste geht nach Langenargen. So, Martin. Dann jetzt noch ein Händler, ne? Faire Verteilung. Deine aus, Stefan. Aber ihr sagt aber nicht, wohin. Ja, nicht, dass der liebe Händler nach dem Golden Ticket schaut, ja? Das wird Ballett. Tritt 3, rechts. Guti. Hi, Stefan, Martin, merci. Haben wir mal schön 5000 Euro verlost. Ja? Das ist ein bisschen was. Kann man haben. Ich kann was anfangen. Jetzt gehen wir schnell in Support und die können die Dinger reinmachen. Ja. Golden Tickets, 500 Euro Gutscheine. Hier verteile. Ja? Monat kriegt das hin. Ja? Und ich würde sagen, wir treffen uns dann morgen am Wasser, morgen früh, also für euch in ein paar Sekunden und dann geht's los. Ich freue mich drauf. So, bevor es jetzt ans Angeln geht, ja, ihr wisst die Methode, wie man am schnellsten als Anfänger einen Wels fangen kann. Also es wird sehr, sehr geil. Kommt jetzt zuerst noch ein schöner Werbeclip. Ich glaube, Werbung müssen wir aber gar nicht einblenden hier auf unserem Kanal, weil es ja klar ist, dass ich als Carsten Zeck auch Werbung für Zeck Fishing mache. Aber sorry, das muss jetzt einfach mal sein, ganz kurz. Ich habe ja gestern gezeigt, oder wir haben gezeigt, wie wir die Golden Tickets auswählen. Nur für den, hier ist er, für den Raubfischkalender. Der ist ab sofort lieferbar, beziehungsweise, wenn ihr das Video hier seht, schon seit 2-3 Wochen. Ab 2. September versenden wir die Teile ja. Und der Wels-Kalender, ja, für den interessieren sich vielleicht noch mehr Leute, die das Video hier gerade sehen. Der ist, mal müssen wir gucken, so wahrscheinlich November, Anfang November wird er lieferbar sein. Wenn es gut läuft, ein bisschen vorher, das wissen wir noch nicht ganz genau. Ihr könnt den jetzt aber auch schon verbindlich vorbestellen. Und wenn das Teil kommt, schau mal da, wie wir die Golden Tickets verlosen können. Wir haben da ja 5 Golden Tickets. Ebenfalls jeweils 500 Euro und wenn die Adventskalender da sind, bekleben wir zuerst die Adventskalender von den Leuten, die bis einschließlich 1.9. bestellt haben und dann machen wir da auch so eine Auslosung, ja, so fair wie möglich. Also nicht verzweifeln, liebe Adventskalender-Weltsfreunde, wenn das Ding kommt, werden wir euch auch berücksichtigen, wenn ihr den jetzt schon vorbestellt habt, ja. Insgesamt kann man sagen, Warenwert beim Raubfischkalender über 220 Euro. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video hier im Oktober sieht, wird es noch mehr sein, weil wir ab Oktober leider die Preise so ein bisschen anheben müssen. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt schon in unserem Online-Shop, wo die Preise hingehen ab 1.10. Und beim Wels-Kalender sind es im September noch über 160 Euro Warenwert. Doch da wird der Warenwert auch höher. Und die Kalender kosten jeweils 99,95 €. Und wir spenden auch wieder 1 Euro an die Kindernothilfe Saar e.V. Da haben wir schon mal gespendet, ein ganz toller Verein, wo ich die Leute auch kenne.
Der eine oder andere Idiot, muss ich wirklich sagen, hat gesagt, Mensch, macht er da jetzt Werbung, irgendwie Leute ausnutzen? Nee, es geht einfach darum, ja, wir könnten die Dinger auch so verkaufen, aber ich finde es einfach geil, so eine Spende zu machen und euch auch das, sag ich mal, Gefühl zu geben, nicht nur das Gefühl zu geben, sondern es ist auch so, dass ihr da ein bisschen auch mithelfen könnt bei der Geschichte. Und wir zeigen euch auf jeden Fall dann auch mal in Folgevideos, irgendwann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, ja, was das für ein toller Verein ist, die Kindernothilfe SAEV. Also ziehe ich wirklich meinen Hut vor, was die machen und ihr könnt da ein bisschen mithelfen. Und da gucken wir mal, dass wieder ein paar tausend Euro zusammenkommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja? Vielleicht wären wir sogar fünfstellig, wenn ihr hier fleißig die Kalender bestellt. Ja? Fühlt euch aber nicht gezwungen. Ja? Das ist so am Rande, ihr könnt da was Gutes tun. So, und jetzt sage ich viel Spaß mit dem Bestellen der Adventskalender, wenn ihr das machen wollt und noch nicht getan habt. Und jetzt hören wir auf und jetzt gehen wir langsam mal angeln, ne, Thomas? Ich hab Bock. Jetzt Boot auf Pumpen, du kannst mein Maxi sein, um mir helfen. Ja, hab noch den Zug, bis gleich. Thomas, weißt du, warum ich zwei Fußpumpen dabei habe? Damit ich mit beiden Füßen gleichzeitig pumpen kann. Genau, genau. So ein bisschen Hilfe brauche ich ja schon hier gleich. Also Tasca 320. Ihr seht's, guck mal, wie klein und leicht das Teil ist, ja? Also das kriegt ihr ja in jeden Smart rein. Das finde ich halt schon geil. Ihr habt wirklich ein vollwertiges Boot, was ihr sogar bis 20 PS motorisieren könnt. Und passt in jeden Twingo. Bei jedem Smart. Könnt ihr sogar zu dritt drauf angeln. Mit dem Luftboden, das bevorzuge ich. Könnt ihr schön mit einrollen. Ich habe zwar eine Elektropumpe, aber ganz ehrlich, wenn man so ein Gehilfe wie ein Thomas hat, ist das so schnell aufgepumpt. Das geht. Ran an den Speck. Thomas, Thomas, Thomas. Grüße an Maxi. Ich wollte das schon immer mal machen, wie Eule, ja? Eins und zwei und drei und eins und zwei und drei. So muss das sein, Maxi. So stelle ich mir das vor. Von der Wurmerde befreien, damit ich euch was zeigen kann, mit was wir angeln. Jetzt lüftet man nämlich das Geheimnis. Wir angeln heute mit Disc-Teaser. Und bevor ich jetzt aber viel schwafel, würde ich sagen, wir starten und nachdem wir einen Fisch gefangen haben, gehe ich genau aufs Detail an. Ja? Ihr seht schon, ich bin sehr zuverlässig. Jetzt müssen wir auch liefern. Ne? Thomas, es ist 3:30 und um 17 Uhr hast du Feierabend. Wir müssen uns beilen. Ja, also Thomas hat schon gesagt, na, er wird auch ein paar Überstunden heute machen. Open End heute. Ja, für unser Filmprojekt. Mal gucken, ob was geht bis dahin. 2:30 bis 17 Uhr müsste normalerweise gehen, dass wir da einen Fisch fangen. Wir werden sehen. Thomas, passt auf. Ne? Ich habe gesagt 3:30 und dann nachher 2:30. Also 2:30 ist es. Man sieht es ja hier im Echolot. 13:38 Uhr. Und wenn das ja hier so einfach ist mit dem Disc-Teaser und Würmern, ja? Da müssen wir ja wirklich bis 17 Uhr was fangen. Echolotechnik, ihr könnt da ein bisschen zugucken. Ich will jetzt heute nicht allzu sehr auf die Echolotechnik eingehen, aber es ist halt schon spannend, so ein bisschen wie Playstation spielen. Ich habe neben der Livescope-Geschichte, die schon modern und schweineteuer ist, aber auch Spaß macht, auch das normale 2D-Echo an und das klappt mit jedem 100-Euro-Echolot, ja, das, was ihr da seht. Ich will jetzt hier Garmin nicht irgendwo bashen, aber da sind die Qualitätsunterschiede in der 2D-Ansicht halt nicht so groß wie bei so einer Livescope-Technik. Ja. Aber jetzt gucken wir, dass wir einen fangen und dann geht's ins Detail. Nimmt er ihn? Er dreht ab. Er dreht ab. Ja, war so ein Fisch, knapper Meter vielleicht, ne? Leider nicht genommen. Nach 20 Minuten geangelt, ja, also fast enttäuscht. Weiter geht's. Jawohl, da ist er. Da ist er. Kurz gebissen und dann nochmal nachgefasst. Das ist kein Riese. Aber der erste Disc-Teaser-Walli.
ist er, der kleine Süße. Ja? Das sind jetzt nicht immer die Riesen, die man fängt, aber schöne Fische auf jeden Fall. Ja? Macht auch Spaß hier mitten am Tag. So, Thomas, er darf direkt wieder sausen, hätte ich gesagt. Ne? Der Anfang ist gemacht. Der Anfang ist gemacht. Immerhin hier fast eine Stunde geangelt, 14.36 Uhr. Und davon sind wir eine halbe Stunde jetzt gefahren, weil viel Wind ist. Ich will gar nicht so viel labern hier. Ist er weg. Also, Thomas, jetzt dürfen wir ja was über die Montage erzählen, oder? Ja. Disc-Teaser, ich habe hier 250 Gramm drauf, weil wir relativ viel Wind haben. Und ich möchte halt, dass der Köder unterm Boot ist. So kann ich auch mit einem 2D-Echolot, also mit einem normalen Geber, noch den Köder quasi auf dem Bildschirm haben. Und ich liebe das einfach, wenn der Köder auf dem Bildschirm ist, weil das ist wie Playstation-Spiel, ne? Wenn man die Welt sieht, wie sie Richtung Köder gehen. Und ansonsten habe ich ja hier mein Livescope, was ich privat sehr, sehr gerne nutze. Da kann ich auch mal, wenn der Köder ein bisschen verdriftet, so die Richtung einstellen und den Köder einfangen. Ich bin das hier gerade jetzt mal am Zurechtschütteln wieder. Alles natürlich verschleimt, ja, wie es sich beim Weltall gehört. Wallertaufe ist den Schleimfressen, Thomas, ne? Das hast du beim letzten Mal schon versucht. Nachher kann Thomas mal seinen ersten Waller fangen hier nach dem Video. Vielleicht auch im Video mal gucken. Und dann schauen wir mal, ob er es macht, ja? Also dranbleiben. Wenn Thomas einen Waller fängt, dann muss er hier das Vorfach ablecken. Ich habe hier 07er Silent Leader, eine ganz feine Montage, zwei Mainline Stops. Mainline Stops sind ja eigentlich für die Hauptschnur gedacht, aber die sorgen dafür, dass der an Ort und Stelle bleibt. Unter dem Disc Teaser habe ich zwei Mainline Stops, so kann ich einfach noch ein bisschen aggressiver ziehen. Der obere rutscht im Drill immer nach oben, das ist aber gar nicht schlimm. Ja, dann Pro Treble XS oder Mr. Wallerhook XXS. Kommen hier 6 Würmer drauf, hier kommen 2 Würmer drauf, ungefähr 10 cm Abstand, sodass der Waller den Köder auch einsaugen kann. Und diese ja, platte Form hier am Disc dieser, die sorgt dafür, ich halte mal gerade ans Wasser. Schön Druck. Dass der richtig Druck macht, ja. Farbe, ja. Ich habe jetzt einfach mal einen Grün drauf gemacht, aber ich bin jetzt nicht so der Farben-Junkie. Aber ich war auch letzte Woche damit angeln, beziehungsweise ja, letzte Woche Sonntag und habe auch ein paar Fische gefangen. Früher habe ich ihn immer schwarz geangelt, den gibt es ja erst seit ungefähr einem Jahr in Grün. Ja, wenn ich jetzt nicht so viel Wind habe, kann ich ihn halt auch ein bisschen leichter fischen. Was ich auch machen kann, hier zusätzlich, darum heißt er auch Disc Teaser, noch eine Scheibe montieren. Müsste ich halt hier abmachen, machen wir jetzt gerade mal. Ich habe hier einen Twistlock-Snap dran und einfach im Vorfach, was ich zum Vertical Chicken immer verwende. Wichtig ist, den Disc-Teaser niemals offen irgendwo liegen lassen, weil sonst kann die Spirale sich wegdrehen. Ja, immer schließen. So, und dann kann ich halt diese Scheibe auch drauf machen, gerade wenn die Waller auf viel Druck stehen, ja, und viel Radau. Ja, dann kann man auch so fischen. Können wir jetzt vielleicht auch mal machen mit Scheibe, mal gucken, ob sie es wollen. Und ja, wenn man sich das dann jetzt mal anguckt. Ja, wenn man sieht, was an der Oberfläche abgeht, dann weiß man schon, was unter Wasser abgeht. Der Zug donnert vorbei. Ja, dieser Disc-Teaser, den fischen wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das war eine Idee eines Teamanglers vor einigen Jahren. Und früher gab es ja nur Teaser, wir haben ja auch jeden Rattle-Teaser. Die machen halt sehr viel Radau und sehr viel Krach und Fransen und so weiter. Funktioniert auch oft sehr gut, aber wo die Dinger viel gefischt werden, da würde ich an eurer Stelle mal den Disc-Teaser versuchen. Ja. Man kann auch den Abstand variieren, ne? Wenn die Waller sehr vorsichtig beißen, kann man auch wirklich ein bisschen den Abstand höher wählen, dann könnte es den Köder noch besser einsaugen. Man kann auch einen schwarzen Disc-Teaser verwenden, vielleicht ohne Scheibe und dann ist es ja eigentlich ein Blei und kein Kunstköder. Kann man so eigentlich auch in der Raubfischschonzeit mit angeln. Also ich mag den Disc-Teaser und ich würde sagen, ja, ich zeige euch mal, wie man damit angelt. So Thomas, jetzt machen wir es mal mit Scheibe, ne? Mit Gummi. Safety first, mach's mit. Ja, für Leute mit einem kleinen Wurm geht es, ne? Zum Glück haben wir viele Würmer. Übrigens, wenn wir schon mal beim Thema Wurm sind, ne? Wurmcare. Wir müssen hier auf unsere Würmer achten. Deshalb ganz, ganz wichtig, immer eine Kühltasche dabei haben mit Kühlakkus. Und so könnt ihr auch auf jeden Fall die Würmer mehrfach verwenden. Wenn wir jetzt zum Beispiel keine 10 Waller fangen, ja, dann nehme ich halt einfach noch ein paar Würmer wieder mit nach Hause. Also, Scheibe drauf. Dann wieder an den Snap.
Übrigens, wer wissen will, wie man die Montage hier bindet, dem kann ich unser kostenloses Videoportal Zeck Plus empfehlen. Dort gibt es keinen bescheuerten YouTube-Algorithmus, der Videos mit interessanten Montagenerklärungen runterrankt. Deshalb werden wir das Montagenvideo zum Diss-Teaser hier auf Zeck Plus veröffentlichen. Ja? Einfach mit dem Handy die App downloaden, sowohl für iOS als auch für Android, ja, im Play Store oder im App Store. Kostet wie gesagt nichts. Da gibt es viele, viele schöne Videos ohne blöde Werbeunterbrechungen und irgendwelche Ads von, was weiß ich, von Trinknahrung oder sowas. Nichts gegen Trinknahrung. Ja. Also, es wäre eigentlich besser, wenn ich das Silent Leader direkt an meine Hauptschnur hier, das ist übrigens eine 36er Halkline, das ist bei Vertikalangeln so mittlerweile mein Lieblingsdurchmesser. Nicht zu dick, aber trotzdem kann ich noch ein bisschen Druck ausüben, wenn es irgendwo ein paar Hindernisse gibt. Ja, also muss man immer ja, wählen, je nachdem wie viel Strömung habe ich, wie groß sind die zu erwartenden Fische, muss ich die Fische von Hindernissen fernhalten. Aber eine 36er finde ich sowohl beim Spinnfischen als auch beim Vertikalangeln somit die geilste Schnur bzw. den besten Schnurdurchmesser. Ja, ich rede von der Halkline. Mitbewerber unterscheiden sich hier oftmals. Ich würde es normalerweise schön hier 07er Silent Leader und 36er Halkline mit einem doppelten Krinner verbinden. Habe jetzt aber hier noch Mono Leader dazwischen, so 70 cm, weil ich hier ganz schnell auch hier das Vorfach abmachen kann, mir einen Vertical Jig drauf machen kann und auf große Fische angeln kann. Deshalb habe ich das halt so. Ja? Aber man fängt ja trotzdem Fische, ihr habt es ja gesehen. Also dann hier mein Vorfach. So, und jetzt mache ich die Würmchen drauf. Hat sich bei mir eigentlich bewährt. So eine Mischung aus Drilling und Einzelhaken. Auf jede Flunke zwei Würmer. Also ich nehme immer einen Kopf. Kopf ist da, wo der Wurm diese dünne Stelle hat, ja, und wo diese Wulst ist. Und da gehe ich meistens so zwischen Wulst und Wurmende rein. Übrigens nach jedem Fang noch die Hakenschärfe kontrollieren. Passt noch. Ja, und dann kommen zwei Stück auf jede Flunke. Das muss jetzt nicht immer so extrem genau sein. Ziemlich windig heute, deshalb sind wir eben auch ein bisschen weiter gefahren. So, und unten, das sind die Wurmreste von eben, da mache ich noch einen drauf. Unten auch zwei, ja, so 10 cm Abstand, das kann dann schön hängen. Ja. Und die ganz vorsichtig den Köder nehmen, die hängt am Einzelhaken, die anderen am Drilling. Das sieht hier so ein bisschen komisch aus, wenn ich hier den Köder ablasse. Normalerweise mache ich es so, dass ich immer die Rute vorne habe. Aber weil ich ja auch euch zeigen will, wie auf einem normalen Echolot das aussieht, wenn sich ein Fisch hebt. Zumindest hoffe ich mal, dass die Kamera hier das gut einfängt. Darum mache ich das jetzt ein bisschen so. Ja. Köder ablassen. Mein LiveScope, das drehe ich so, dass ich den Köder sehe. So, und dann kann ich das Ganze beobachten. Das hier ist doch auch ein guter Fisch, ein richtig guter Fisch. Ich habe ihn nicht perfekt hier drauf. Richtig gut, richtig gut. Ich halte jetzt mal still. Hier suche ich manchmal den Fisch, ist weggegangen. Oder ist er hier? Hier kommt er nochmal. Boah, das ist ein richtig guter. Also nicht richtig gut, aber über einen Meter. Ist halt immer die Frage, wollen sie geklopft werden? Wollen sie viel Bewegung? Wollen sie wenig Bewegung? Thomas, ich bin gerade zufrieden, was Fischaktion anbelangt. Was ist denn das hier? Oh, das ist ein. Oh, 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 auch ein schöner Fisch. Auch ein schöner Fisch, geht aber raus. Ah. Und was halt auch Fakt ist, die alten Fische, die kennen das, die haben da gar keinen Bock drauf. Heißt nicht, dass man nicht auch noch einen 2-Meter-Fisch beim Klopfen fangen kann. Aber ich habe hier beim Angeln mit Würmer und Wallerholz habe ich noch nie einen 2-Meter-Fisch gefangen. Das klappt dann eher beim Vertikalangeln. Ja, wo ich halt meistens mit Vertical Jig oder Fireball halt, ja, mit Fischen angel, da geht das besser. Hier, das ist eine kurzweilige Angelei, was besonders auch passive Fische anspricht, ne? Wenn die hier in der Mittagssonne auf Grund liegen, kann man es halt ein bisschen wachklopfen. Aber wie gesagt, das sind nicht immer die größten. Also hier, das ist der Twistlock Snap, wo ich das Vorfach verbunden habe. Dann kommt, ja, diese... Das runde, rötliche, das ist der Teaser und unten drunter hängt das Wurmbündel. Und jetzt hier kommt so ein kleiner Fisch hoch, ja. Das sind auch nicht immer Waller, das sind manchmal auch Brassen oder Barsche oder auch mal ein Hecht. Das ziehe ich manchmal auch einfach weg.
Und ich bleibe eigentlich, wenn ich jetzt nicht viel Aktivität auf dem Echo ausmachen kann, bleibe ich grundnah, weil ich einfach versuchen will, dass die Waller sich vom Grund heben. Manchmal so zupfen, dann mal ruhig halten, dann wieder zupfen, einfach gucken, auf was sie stehen. Und zwischendurch klopfen. Ja, zieh ich weg, ist ein kleinerer, der klaut mir nur unnötig die Würmer. Ja, man sieht es ja hier, was auf einem normalen Echolot abgeht. Kannst du vielleicht auch mal filmen, Thomas, das ist die Linie hier. Na, wenn ich jetzt hochziehe, geht die Linie hoch, wenn ich ablasse, geht sie runter. Und das Schöne ist, man hat da einen Kegel und man sieht halt einfach viel, viel mehr als mit dem LiveScope. Weil mit dem LiveScope schneide ich so eine Scheibe, aber da kann ich mir halt die Umgebung angucken. Ne? Ich habe das jetzt auf 5 Meter eingestellt und dann kann ich schön auch gucken, was rechts, links los ist. Da sieht man manchmal halt auch, wie die Waller sich bewegen. Eigentlich schon eine coole Kombination, diese Einstellung. Und ihr könnt halt auch immer sehen, wie würde es beim normalen Echolot aussehen. Da sieht man mal kleine Fische, wo hochkommen. Na, da denkt man, oh, den will ich vielleicht fangen, aber im LiveScope sieht man dann, nee, der lohnt sich ja gar nicht zu fangen. So, und so fischen wir einfach mal weiter, ne? Immer schön hier mal zuppeln, mal länger auch nicht klopfen, vielleicht stehen sie auch gar nicht so aufs Klopfen. Und halt immer verschiedene Bahnen fischen. Ne? Wenn ihr jetzt einen Abschnitt habt, den ihr ganz gut findet, wenn ihr nochmal neu ansetzt, mal ein bisschen weiter links, weiter rechts, ufernäher links, mehr an der Fahrrinne. Ja, und so einfach Strecke machen und gucken, dass man halt ein paar müde Mittagswaller munter macht mit den Würmchen. Ich glaube, ich mache gleich die Scheibe ab. Ich habe irgendwie jetzt, nachdem wir eben so ein paar Fische hatten und die sich nicht interessiert haben für einen Disteaser, keine Ahnung, ich glaube, die wollen heute so viel Druck nicht. Ne? Ich mache lieber mal die Scheibe ab, da haben wir eben einen gefangen. Habe ich ein besseres Gefühl. So, jetzt machen wir ein bisschen weiter und gucken, dass wir noch einen fangen und danach darf Thomas ran. Ja, wir wollen ja alle sehen, wie er Schleim fressen muss. Ich mach's, 100%. Da kommt was Gutes. Echt nicht schlecht. Kopf am Köder. Kopf am Köder. Komm, nimm ihn doch. Erhebt sich. Erhebt sich. Komm, nimm ihn doch. Steh direkt dran. Ich brauche eine gute Anschlagposition, wenn er nimmt. Aber er nimmt ihn nicht. Will er mehr Abstand? Warum nimmt er nicht? Bisschen zucken. Bisschen zockeln. Warum nimmt er nicht? Das gibt's doch nicht. 1,30 Meter, schätze ich mal. Ein bisschen drüber sein. Er bleibt die ganze Zeit dran. Geht komplett mit. Aber er nimmt ihn nicht. Kurz mal gezogen. Einmal angeschlagen. Nimmt dann jetzt. Ganz sachte dran gewesen. Ist immer noch da. Ist immer noch da. Das sind Bisse wie beim Stippen. Ja? Vom Fisch weit über einen Meter. Ist halt die Frage, ist der Wurm verheddert? Das hat er nochmal genommen. Jetzt geht er weg. Jetzt geht er weg. Das kann natürlich sein. Lass mal hochnehmen. Natürlich. Nach dem Anschlag halt, ne? Nach dem Anschlag. Und darum hat er dann nicht mehr genommen. Ah, Mist. Ach, schade, ey. Ich mache jetzt mal einen Abstand ein bisschen größer. Vielleicht so vorsichtige Fische, dass die weniger Verdacht schöpfen. Ah, scheiße. Der nächste sitzt. Kriegen. Also wir haben echt viel Wind. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich einen Verbrenner mitgenommen, um einfach ein bisschen mehr Strecke zu machen. So verlieren wir halt immer ein bisschen beim Fahren. Aber egal, das geht. Also eben schöner Fisch, der lange am Köder war. Und mal gucken, so einen würde ich ganz gerne noch fangen. Fahren wir mal ein paar hundert Meter und dann steigen wir wieder ein. Guter Fisch. Wird besser. Ganz weit oben. Ganz weit oben. Ist nochmal runtergegangen. Oh, da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Kommt da. Dreht ab. Warum dreht er ab?
Da kommt er aber von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Ja. Hier ist er. Nimm ihn. Nimm ihn. Ein Meterfisch. Nimm ihn. Jawoll. Jawoll. Yes. Haben wir auch sehr geil gesehen. Knapper Meter. Da ist er, der kleine Süße. Thomas, du weißt, was das heißt. Ich bin dran. Der nächste ist dir. Thomas will seinen ersten Waller fangen. Zuerst den aber mal landen hier. Wie lange haben wir jetzt geangelt, ey? Lang rumgequatscht, eben oder gefahren, noch keine Stunde jetzt, ne? Würde ja. Ich sagen, oder? So reine Angelzeit. Jetzt gerade bei der trifft 5 Minuten höchstens. Ja. Reine Angelzeit, vielleicht eine Stunde, 2 Fische. Ja. Ist doch okay, ne? In der Mittagssonne. Oh, schnell, schnell landen. Oh, super gehakt. Nicht gerade freundlich für die Finger. Das Schöne ist hier an unserer neuen Bootstasche. Zange direkt greifbar. Direkt greifbar hier. Ah, das ist schon ein bisschen besser wie der letzte. Also, ich habe gesagt, ein Meter, so weit vom Meter ist er nicht weg. Den kann er haben. Na? Messen wir jetzt natürlich nicht, aber macht einfach Spaß hier. Richtig geil, wie man gesehen hat, wie er nach oben gekommen ist. Ja. Direkt bei den Ködern. So, kleiner. Grüß mal die Mama und die darf gleich bei Thomas beißen. Sehr gern. Zack. Thomas. Gleich, ne? Ich freue mich drauf. Ich hoffe es ja. Ich mach's gern. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob der liebe Thomas hier seinen ersten Waller fängt. Ja, und seine Schleimlecktaufe macht. Ja. Wir geben auf jeden Fall alles. Und danach, ganz wichtig, gibt es noch ein cooles Gewinnspiel. Also bitte bis zum Ende dranbleiben. So, Thomas. Köder ist am Start. Ja. Ich klopfe jetzt mal ein bisschen. Bin nur ein bisschen nervös. Nur ein bisschen. Thomas hat noch nie einen Waller gefangen. Dran gehabt, aber nicht gefangen. Aber okay. Auch nicht beim Wallerangeln. Okay, okay. Also, drück Thomas mal die Daumen. Hey, warte, warte, bist du gleich? Nee, bleib. Er kommt. Er kommt. Jawohl. Jawohl. Thomas. Alter. Nicht den direkten Boot ziehen hier. Der Thomas, ey, der wollte direkt ins Boot heben. Da ist er doch. Ja, der war so schnell oben. Ja, der hat ja nur einen Meter unter der Oberfläche gebissen. Thomas hier. Es hat lange gedauert, aber wir sind vor 17 Uhr fertig, vor Feierabend. Auf jeden Fall hier, ja. 16:56. Dein erster Waller. So, ich helfe dir beim Landen. Ja. Und dann wird's Vorfach abgeleckt, ne? Geil, mach ich. Kein Problem. So, darf ich ihn aber mal halten? Ja. Genau, damit ich das jetzt da habe. Richtig zu machen? Richtig fest. Ja. So ist es beim ersten Mal, ne? Wenn der Daumen nicht funktioniert hier. Thomas, was war das? Quick Release nennt man das. Quick Release. Ja. Nicht richtig zugegriffen, nicht fest genug zugebissen. Müssen noch üben hier die Beißzange, ne? Ja. Bei den Kleinen. Hat er sich losgeschüttelt. Ja. Aber, ne? Er ist auf Cam, ich habe ihn gefangen. Er war da. Achtung. Hier, guck mal, da unten ist doch ein bisschen Schleim. Hol das selbst in die Hand. Warte, warte, das muss auch hier. Ja. Sieht man's? Nee, du, ich will, dass die Zunge des Vorfachs berührt. Ja, okay. Oh, das war aber ordentlich. Mm. Gerade zuletzt, weil ich ihn fallen gelassen habe. Genau. Fallen gelassen.
Bier über Wasser. Ja, also jetzt hätte ich gesagt, verlosen wir noch was. Wir haben ja gesagt, wir verlosen was Geiles. Wir sehen uns am Ufer und dann könnt ihr was Schönes gewinnen. So, ja, 17 Uhr, Thomas muss nach Hause. Nee, wir haben gesagt, vielleicht gehen wir noch so ein bisschen privat angeln, aber ohne die Kamera. Und jetzt kommt ja noch das Gewinnspiel. Ich habe mir überlegt, ja, den Köder, der so funktioniert hat. Ich habe schon einen Vertical Chicken drauf gemacht fürs private Angeln, ja. Aber der 250 Gramm Disc Teaser in grün, der hat geil funktioniert. Und davon gibt es 10 Stück insgesamt zu gewinnen. Wer kann gewinnen? Jeder, der entweder uns einen netten Kommentar auf YouTube da lässt, ja, uns eine nette Mail schreibt oder irgendwo nett was auf Instagram oder Facebook kommentiert. Ja, wir suchen die ganzen Kommentare zu diesem Video. Wir werden überall irgendwo was posten. Ja, in Reel, im Bild oder wie gesagt auf YouTube direkt das Ganze. Und jeder, der hier einen netten Kommentar da lässt, egal in welcher Form, ja, Hauptsache zum, ja, mit Bezug zum Video, der kommt in den Lostopf für einen Disc-Teaser 250 Gramm. So, ansonsten, liebe YouTube-Zuschauer, teilen, liken, abonnieren, ja, kommentieren eh. Liebe ZEC-Plus-Zuschauer, ihr habt recht, ihr müsst euch keine Werbung ansehen. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock auf die Videos hier habt, dann machen wir ein bisschen weiter. Dann schaffe ich mal demnächst mal eine Mon Thomas und dann gehen wir mal vielleicht mit einem Vertical Jig los und einem Bellyboot, also richtig dicke Waller jagen. Dann zeige ich mal, wie das funktioniert. Das wäre sowas, was man noch machen könnte. Ja. Mache ich mit am liebsten eigentlich so momentan. Und dann schauen wir einfach mal. Ansonsten haltet die Ohren steif. Viel Spaß beim Walleangeln oder beim Raubfischangeln. Gehen wir im Herbst auch wieder. Ja. Und Podcast soll irgendwann auch nochmal kommen. Aber ich will gar nicht allzu viel versprechen. Erstmal langsam wieder in Video-Groove kommen. Also bis die Tage. Ciao, euer Carsten.